Willkommen zurück zu Let's Play Ark Survival Evolved. Heute zeige ich euch erstmal das Gemüsebeet, was wir gemacht haben. Ich habe es ein bisschen, ja, angepasst. Die letzten beiden Reihen sind fertig und ich habe außerdem nochmal mehr Container oder Wassertanks hier getan, die übrigens total viel verlieren. Das ist halt krass. Die hier verbrauchen echt viel Wasser, das ist, hätte ich nicht erwartet. Ich habe einfach so ein bisschen erweitert und einfach ein bisschen mehr dran gemacht. Gar kein Problem. Und, ja, ich hatte ein bisschen Probleme heute. Ich wusste nämlich nicht, was wir machen sollen. Ich dachte mir so, wir könnten... Nee. Und normalerweise die ganzen Giga-Tamings, bis auf der... Giga-Tamings, das ist glaube ich eine Scheiße. Die ganzen Alpha-Tamings außer der Giganator, die waren ja lang geplant. Die sind ja passiert in Dingen, die ich ja eigentlich anders machen wollte. Natürlich nicht schlechter, sondern es war schon ganz okay. Ja. Ihr hört es vielleicht, das ist, weil... Tastatur ist kaputt, deswegen ganz ein bisschen lauter. Und das Mikrofon, das nimmt einfach alles an Geräuschen auf. Hier und gegen, das ist einfach übertrieben. Ja, dann Namen. Es gab ein paar Namen. Ich habe ein paar Namen übernommen. Der Trike heißt jetzt Mark van Tyrk oder Tyrk. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich habe den Namen genau so übernommen. Dann der Wolf, den habe ich selbst genommen, benannt. Der heißt es Merrick. Der Sabertooth heißt seit einigen Folgen Diego. Bitte hört auf, Namen für den vorzuschlagen. Allgemein hört bitte auf, Namen für Tiere vorzuschlagen, die schon Namen haben. Er heißt, hat auch schon Namen. Ja, die Affen haben auch alle Namen. Und, also wirklich alle. Und der Stegel braucht noch einen Namen. Der Staubwedel nicht. Dean braucht keinen Namen. Der kriegt keinen Namen. Ja, der Trike braucht, der Trike nicht, der Stegel braucht einen Namen. Und das, im Großen und Ganzen war es eigentlich schon, ne? Ja, Tatsache. Eigentlich braucht wirklich nur er einen Namen. Also, Stego sucht immer noch einen Namen. Er muss mir gefallen. Mit nichts Generisches wie Killer Stego oder Stegi oder... Haha, Stegi Inside. Keine Ahnung. Solche Scheiße. Naja, ich persönlich finde den Namen scheiße, deswegen sage ich Scheiße dazu. Auch wenn ihr sie vielleicht gut findet. Mir gefallen sie nicht. Lasst euch was einfallen. Irgendwas Gutes. Dann die, Dungbeetle haben Namen bekommen und natürlich auch das Schwein. Das Schwein heißt es Pupinato 5000. Das ist der Kakbun. Das ist Kakus der Kakakäfer. Schreibt man Kakakäfer nicht mit CK? Egal, ich habe den Namen so vorgeschlagen bekommen, ich behalte den so. Der Köttler, man schreibt es mit einem T, ich habe es gegoogelt. Und die Biotonne. Ich wollte eigentlich erst das Schwein Dagibi nennen, aber ich wollte eigentlich niemanden beleidigen darum. Also niemand, mit dem ich nichts zu tun habe, der mir scheißegal ist, so wie Dagibi. Hört bitte auf, alles zu machen, was ich gerade gepfiffen habe. Und geht auf Passiv. Der Ankühler braucht ja einen Namen. Nein, das ist ein normaler Ankühler. Wir brauchen noch einen Badass. Genau, wir brauchen noch einen Badass. Nicht, dass er auch defekt ist. Ja, ich habe etwas vor und natürlich überhaupt gar keinen Plan, was wir überhaupt heute machen. Das ist echt krass heute. Ich weiß wirklich, ich habe viele Pläne und keine Ahnung. Es gibt vieles, was ich insgesamt machen möchte oder erreichen möchte. Es gibt aber wenig, von dem ich gerade heute weiß, was ich für die Folge machen soll. Vielleicht sollte ich hier erst einmal einen Schluck trinken aus meiner neuen Wasserversorgung. Mmh, köstlich frisches Wasser. Direkt frisch aus der Regentonne. Ja, gut, ich habe ein bisschen upgraded. Ich glaube, ich werde, fuck. Mir fällt gerade ein, ich kann das hier nicht so verkabeln, dass man es verstecken kann, weil man die Kabel sehen wird. Mist. Ja, okay. Ich werde Lichtquellen so noch offscreen machen. Heute werden wir uns um andere Sachen kümmern. Zum einen wollte ich die Sammlung weiter vervollständigen. Das heißt, wir tamen vielleicht heute einen Frosch oder was uns auch immer über den Weg läuft. Oder auch einen Badass Ankylo. Je nachdem, was wir heute finden. Ich brauche noch einen goldenen Dodo. Genau, wir brauchen den großen goldenen Dodo. Wir brauchen einen Golddigger. Oder so, keine Ahnung. Wir brauchen einen eigenen goldenen Dodo. Und ich habe etwas vorbereitet, was wir heute tamen. Tamen, nicht tamen, sondern herstellen. Die ersten drei Sachen. RIP, Stimme. Die ersten drei Sachen habe ich natürlich schon ausgewählt. Und zwar einmal der Fusionsreaktor, die Nuklear Warhead und Nuklear Missile Launch. Ach, warte. Habe ich nicht gesagt, dass ich eine Atombombe installiert habe seit einer ganzen Weile und das eigentlich schon mal machen wollte? Das Problem ist, die Dinger sind einfach scheiße teuer. Guckt euch die Ressourcen an, die wir brauchen. 100 Raketen! Ich wollte mich verarschen. Gut, das Schwierige dabei ist die Herstellung hiervon. Und zwar muss man hierfür Plutonium herstellen. Plutonium wird hergestellt in 24 Stunden, in der das Zeug hier drin ist. Ja,
Genauso stellt man Plutonium her. Deswegen, eine Rakete dauert mindestens 24 Stunden. Wenn wir Pech haben, 24 Tage. Und ja, wir müssen mal hingehen und die Ressourcen hierfür alles sammeln. Vor allem erstmal hierfür. Und wieso macht man nicht heute mal den Chem-Table-Bench-Whatever? Keine Ahnung. Ich möchte ganz gerne auch eine Lampe haben. Zumindest hier im Workshop. Lamp. Habe ich nicht gelernt, weil mir die Torch fehlt. Okay. Ich versuche ein bisschen leiser zu tippen, weil das Mikrofon echt viel aufnimmt. So, jetzt. Lamp. So, wir nehmen natürlich den Omnidirectional, weil der besser ist. Und den brauchen wir natürlich nicht. Wir brauchen den hier. Hat der eigentlich schon alles drin, ne? Strukturen, Electric. Der braucht noch Kristalle und Metalle. Haben wir alles da. Gar kein Problem. Ich mache so zwei, drei Stück. Ich weiß noch gar nicht. Vielleicht ein bisschen weniger. Vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht verteile ich... Ach nee, da muss ich ja wieder Kabel verlegen. Ja, ich glaube, ich stelle einfach hier so ein. Ja. Nein. Haben wir hier irgendwo das Electrical Outlet? Machen wir mal hier eine Lampe hin, dann passt das schon. Ein Benzin brauche ich noch. Und ich brauche Metall. Das kann da rein. Und ja, ich weiß, ich habe nie die Tastaturschläge. Mikrofon läuft richtig rum. Ja, ist richtig rum. Vielleicht höre ich das gerade nur auf den Ohren und das ist eine Aufnahme eigentlich nicht deutlich leiser, aber keine Ahnung. Es ist schon eigentlich ziemlich krass, wie das alles aufnimmt. Vielleicht liegt es einfach daran, dass der Kompressor mit angeschaltet ist, was ich kann mal ausmachen. So, jetzt müsste ich ganz viel lauter reden, um halt ordentlich gehört zu werden. Vielleicht das Zeug jetzt ein bisschen leiser. Ich höre mich nicht mehr auf den Ohren, dafür ist das Ganze zu leise geworden. Turn on, okay, ich mach wieder an. So, das war gerade der genaue Vergleich. Direkte Nachverarbeitung und Standard. Ich brauche, das war hier, ne, Electric, haben wir... Zwei Stück erstmal, das sollte ausreichen. Ist auch eigentlich mehr als genug, ja. Dann der Chemiebench, den sollten wir, glaube ich, sogar schon hier haben, nicht wahr? Crafting, wir brauchen dafür Cementing Paste, haben wir, glaube ich, da. Spark Powder muss ich herstellen. Haben wir, glaube ich, aber auch da. Polymer könnte knapp werden, Electronics weiß ich nicht. Da fällt mir ein, das habe ich nämlich vergessen. Der hier, der guteste, der hat hier noch jede Menge Zeug und zwar schwarze Perlen, gut, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ein Experience-Getränk, Öl und ein paar Perlen, die wir damals von den Tilobites bekommen haben. Und hier müsste doch noch Cementing Paste drin sein, genau. Das und das nehme ich auch noch an mich. Die Selektivum brauche ich nicht. Wieso habe ich Selektivum da drin? Wahrscheinlich habe ich einfach ein paar zu viel gemacht. Dann das brauche ich. Das brauche ich. Und dann gucken wir doch schon mal, wie viel wir da rausgeholt haben. Ja, komm, das brauche ich eigentlich nicht. So. Das da... Ich habe keinen Wunsch, das gibt... Ne, Medium. Wem gebe ich denn hier ein Medium? Ich glaube, du bist noch nicht ausgeskillt, ne? Wow, krass, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Bist du ausgeskillt? Nein, komm, ich gebe dir das einfach. So, jetzt wird er nämlich gleich ein Level abbekommen, den lassen wir einfach so. Spring auf 10k Rate und der Rest auf Melee Damage oder so. Aber das ist erstmal unwichtig. Hauptsache, das Ding ist erstmal verwendet worden. Dann habe ich hier noch das hier. Noch mehr schwarze Perlen, ein bisschen Öl und ich lege mal 300 davon mit rein. Vielleicht brauchen wir die ja noch. Zack, 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 zack. Ja, ich weiß, die Lampen sind fertig, aber die brauchen wir gerade noch nicht. Dann, reicht schon, ne? Uns fehlen noch Electronics. Und uns fehlen, Polymer. Polymer. Wir könnten eigentlich ein bisschen Polymer herstellen, um die Zeit wieder... Ich mache die beiden Sachen kurz offscreen. So, wir sollten jetzt genug haben. Ich gehe wieder aus dem Slow-Mo-Modus wieder raus. Oh Gott, ey, die ganze Zeit im Slow-Mo-C-Modus gewesen, um die ganzen Sachen herzustellen. Aber okay, jetzt sollten wir auf jeden Fall die Sachen dafür haben. Crafting, also falls ihr euch fragt, wie ich das mache, meistens, also wenn ich cheate und sowas machen kann, dann nur so Slow-Mo-Dinge, aber jetzt die Ressourcen dafür zu cheaten ist irgendwie zu lahm. Craft-Item, dann kriegen wir eins davon und ich wollte auch schon mal direkt für die Nuke... Genau so heißt es hier. Ein paar Sachen machen und zwar den Generator. Einen habe ich, glaube ich, noch, ne? Ja. Kann direkt drei Stück von machen und natürlich den Air Conditioner brauchen wir noch. Air Conditioner. Da ist er.
Oh, ich habe irgendwie gerade ein Haar im Auge. Nerven. Irritieren. Ich brauche Outlets. Fällt mir gerade ein. Strukturen, Electric. Komm, weißt du was? Da wir sowieso Metall en masse machen können. Was brauchen die denn? Brauchen auch Electronics, okay. Warte ich mal kurz die hier. So. Komposit. Zack, zack, zack. Und wir lassen sie einfach laufen. Einfache Sache. Ja, gut. Wir haben dieses Ding hier. Und natürlich auch die tollen Lampen. Und ich werde direkt mal eine direkt hier in den Generator machen. Ich denke, habe ich hier ein Outlet? Ich habe hier ein Outlet. Ich glaube, hier macht er sich auch sehr, sehr gut. Einmal so. Jetzt haben wir hier Licht. Und einmal, keine Ahnung, hier irgendwo hin. Ich glaube, hier oben würde ich das Ganze sehr gut machen, wenn da was wäre, wo man es hinstellen könnte. Dann halt eben direkt hier hin. So, passt. Turn on. Ja, ein bisschen Licht, wenn es mal dunkel wird, dass es hier nicht ganz so düster aussieht. Sowieso das Wichtigste, dass der Bereich hier ausgeleuchtet ist. Und, ja, wir brauchen die Scheiße, ne? Gut, dann Schritt 2 ist, der Tisch hier aufzustellen. Der sollte auch irgendwie einen Generator nähe, aber trotzdem... Ach komm, wir machen da direkt neben den Grill. Oder? Wenn ich ehrlich bin, der Inkubator ist im Weg. Den kann man zum Glück pick-upen. Dann stellen wir das Ding einfach direkt hier hin. Und drehen das in diese Richtung. Und ich merke gerade, ich brauche dringend bald ein zweites Stockwerk für den Workshop. Und auf jeden Fall Lagerungsmittel. So, passt. Das Ding hat auch Benzin. Zum Glück haben wir ein bisschen was. Ich nehme mal so 10 Stück raus. Das wird auf jeden Fall dicke ausreichen. Und irgendwo werde ich bestimmt auch die Steine, vor allem das Flint haben für die ganzen Sachen. Da ist auf jeden Fall schon mal Flint. Da ist mehr Flint. Und das war's. Mehr Flint haben wir nicht. Kacke. Guck mal da. Hier ist noch mehr Flint nicht drin. Okay. Das ist ein Problem. Ich glaube, ich muss ein bisschen was farmen gehen. Wo mach ich den Inkubator hin? Ich brauche den nicht. Ich brauche einen Schrank. Ich brauche einen Safe. Habe ich Metall für Safe? Metall für Safe ist auf jeden Fall da. Okay. Dann lass uns doch mal die erste Anunnaki Safe machen. Den ersten Anunnaki Safe, der nicht dabei ist. Da ist er. Vault. Genau, das heißt Vault, nicht Safe. Warum eigentlich? Warum heißt das Ding eigentlich Kammer und nicht Safe? Ich verstehe es nicht. Naja. Scheiß aufs Verstehen. Lass uns lieber machen. So, die Hälfte Metall, die werde ich mindestens brauchen. Und Cementing Paste habe ich alles da reingeklatscht. Ja, hoffentlich reicht es aus. Brauchst natürlich alles hier, ne? In der Anunnaki Bench. Oder mehr Öl. Okay, ich kann auf jeden Fall Benzin machen. Das sollte nicht mehr das Problem sein. Und Struktur, Metall, Storage und Polymer schon wieder. Ach, ihr wollt mich doch ficken. Ihr wollt mich hart und trocken von hinten nehmen, nicht wahr? Gib's doch zu. Naja, es ist eh noch nur Polymer da, also von daher scheiß drauf. Aber ich brauche 1000 Stück, ne? Fuck. Egal, erstmal das Wichtigste. Metall, Storage und ich kann 2 Stück machen. Ich mache direkt 2. Ersetze ich die hier oder wo mache ich die hin? Ich glaube, da mache ich einen hin. Und da. Ich glaube, das sind ideale Plätze. Wobei, direkt nebeneinander wäre noch besser, ne? Kann ich hier irgendwo eine Wand hin tun? Dann machst du einfach da oben drüber, oder? Ich habe doch alles da, guck mal hier. Ich habe Wände. Ich habe sogar ein paar davon, also es sollte hier nichts mangeln. Und dann, das könnte funktionieren. So. Na gut, wenn das zulässt, dann nehmen wir es so an. Auch wenn das ein bisschen komisch aussieht. Irgendwie nicht connected. Obwohl das hier... Ach klar. Okay, ich verstehe. Ich reiß den wieder ab. Grund ist ganz einfach. Er ist, genau. Das ist die Innenseite, das ist die Außenseite. Der connectet an der falschen Seite. Dann können wir den da nicht hin tun. Und ich mache direkt da oben
Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich kann hier wieder pick-upen, ne? Also, scheiß auf den Fehler. So. Ist obstructed, das heißt, genau darüber kann ich nicht hin tun. Aber über den geht das, okay. So weit nach vorne wie geht. So, und direkt daneben noch einer. Ja, perfekt. Ich dachte eigentlich, ich mache lieber dann noch eine Höhe. Ja doch, das wäre eigentlich eine Idee, ne? So, dann mache ich aber offscreen. Gut, ich mache einfach einen höher. Und dann mache ich hier eine Glasleiter drauf. Und dann gehe ich da hoch. Und dann habe ich auf den zweiten Stockwerk direkt. Perfekt, würde ich sagen. Aber so reicht mir das auch erstmal aus. Und was wollte ich eigentlich alles reinlagern? Ach ja, genau, das Zeug, das ich nicht mehr brauche. Das und das und das. Ne, das brauche ich noch. Ah, das brauche ich alles. Gut, die machen sich weiter. Und wir haben den Chemiebench. Genau, ich wollte Flint farmen. Kacke. So, ich habe jetzt Flint gefarmt. Viel Flint übrigens. Und ja, ich hätte vielleicht dran denken können, dass ich den Workshop so baue, dass der mindestens so breit ist, dass ein Ankühler locker durchpasst und nicht gerade so. Ja, guck mal, die ganze Scheiße, die brauchen wir gar nicht. Und so. Man sieht schon, wir können auf jeden Fall Unmengen von Haus aus schon machen. Ja, es gibt eine Grenze, man kann maximal 10.000 auf einmal machen. Das ist ja der Wahnsinn. Gut, dann werde ich hier ein bisschen schummeln. Cheat Slow-Mo. Dann können wir das nämlich schön oben halten. Und das Ganze wird ein bisschen... ich hatte gerade erst, das Spiel lenkt sich auf. Okay, Glück gehabt. Aber gut, die Mengen. Guckt euch diese guten Mengen an. Und sehr gut. Mehr können wir nicht machen. Was fehlt, wird vermutlich Flint sein, ne? Oder Steine. Ich weiß es gar nicht gerade. So wie es aussieht. Ja, ich glaube, Flint geht zuerst drauf. Wow. 20.000 Flint. Ah, ja, krass. Das ist krass. So muss es sein. So muss das sein. Gut, was brauchen wir noch? Wir brauchen Kohle. Wir brauchen sogar jede Menge davon. Jetzt schon Interface aus. Einfach gerade, weil. Zum Sammeln von Zeug hat man manchmal das Problem, dass man wirklich sehr viel Zeug auf einmal bekommt und das verdeckt dann einfach mal den ganzen Bildschirm. Das ist nicht so schön. Ja, ich weiß, wir haben Unmengen Kohle irgendwo rumliegen. Habe ich die vielleicht verbraucht schon? Ich habe voll viel Kohle gemacht. Habe ich die weggeworfen? Ich habe die nicht weggeworfen. So blöd bin ich doch nicht. So blöd bin nicht mal ich. Wir brauchen ja ganz viel Genpo, oder? Sonst müssen wir halt kurz zum Biber gehen und uns das Holz da reintun. Wir werden uns in der Zwischenzeit um eine andere Sache kümmern. Und wenn wir wiederkommen, ist das Zeug durch. Guck mal, da ist die Kohle. Die hab ich gesucht. Gut, so. Haben wir ein bisschen was rausbekommen. Ja, man sieht schon, wir sind schon wieder an der Grenze. 5.000 ist einfach schon zu viel für das ganze Zeug. Naja, ich denke... Wobei? Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall auf das Gunpowder kommen, was wir brauchen. Gut, was ist als nächstes auf dem Speiseplan? Auf dem Speiseplan ist sonst, warum habe ich eigentlich das noch ausgerüstet? Cementing Paste. Air Conditioner. Massenweise Polymer. Ey, das sind einfach unmögliche Mengen Polymer, ne? Ich glaube, ich darf jetzt wirklich mal losgehen und Biberdämme farmen und noch ein bisschen anderes Zeug besorgen. Ich habe vergessen, wie das Zeug heißt. Mir fällt gleich wieder an. Warte. Ich stimme mich an. Nein, ich hab's vergessen. Obsidian. Ha, da war's. Ich hab echt glauben lassen. Ich hab's vergessen, nicht wahr? Das kommt da nicht rein. Na gut, ich hab's echt vergessen. Ich vergesse immer Sachen. Kurzzeitig. Warum, weiß ich nicht. Strukturen. Electric. Electrical. Outlet. Hab ich noch ein paar? Ich hab 3 Stück. Das Ding ist aus, okay. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Es wäre irgendwie blöd, wenn das Ding einfach mal laufen würde, während ich daran irgendwas mache, nicht wahr? So. Strukturen, Electrical. Turn on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich mache einfach mal. So, dann Komposit, Polymer. Ich habe jetzt den Cementing Paste mehr, okay. Ich habe es geschafft, dass mir das Cementing Paste ausgeht. Dann Electronics. Brauchen wir Electronics? Ich weiß es gerade nicht. Nein.
Ja, sehr viel sogar. Oh, 1000? Ist es euer Ernst? 1000 Electronics? Wie viel die Perlen? Krass. Boah, das ist eine mega Aufgabe, ganz ehrlich. Soll ich gleich tauchen gehen? Habe ich Schwimmsuit? Hm. Da wird es wieder total ruckeln und der Genutus werden rumrennen, ich glaube. Keine Flossen, ne? Ach, zum Schluss. Müssen wir nicht alles heute schaffen, nicht wahr? Hauptsache, wir schaffen den Generator heute. Der braucht keine Electronics. Der Raketenwerfer, der ist unwichtig. Guck mal auf den Schaden, den er macht. Ich glaube, daher kommt der eigentliche Schaden. Und die Bombe selbst, die macht einfach größere Reichweite. Gut, die ersten beiden Sachen haben wir. Metall haben wir auch. Air Conditioner. Wir können mal Air Conditioner machen. Strukturen. Electric? Ja. Polymer! Wer hätte das gedacht? Das fehlt uns. Was ist denn mal reingetan? Ich glaube, das ist da oben reingetan, ne? Genau. Und da ist auch ein bisschen was. Metall. Und Cementing Paste haben wir auch noch. Cool. Ah, komm. Muss den Weg den schaffen. Okay, hab's geschafft. So. Das war wenig Polymer. Wir brauchen eh nur 5. Pro Gerät. Und das Obsidian. Das darf da auch mal rein, weil... Fürs Zeug halt. Ihr wisst Bescheid. Wir brauchen... Was waren das? 2 oder waren das 4? Das waren 4. Okay. Strukturen. Electric. Genau, 4 Stück mal machen. Sehr schön. Danach Polymer ganz viel und Cementing Paste ganz viel. Cementing Paste ist leichter zu holen. Darum werden wir das Zeug hier erstmal machen. Und ich gucke gerade. Polymer ist massenweise da. Cementing Paste fehlt. Okay. Ich kann die Sachen, die wir schon mal haben, rausnehmen. Und einlagern, nicht wahr? Das, das. Und einfach hier oben rein. Ah, vielleicht in den linken rein. Okay, der linke ist für Projekte. Ja, hat vielleicht schon Schrank gereicht. Wenn ich mal ehrlich bin. Was fehlt noch? Was haben wir noch? Metall können wir 1000 Stück reinlegen. Das schaffen wir auf jeden Fall. So, da. Guck, 2500 sollte gerade so ausreichen. Ich mache einfach die Hälfte rein, dann passt das schon. So. Und da oben wollte ich die noch rein tun, weil ich nicht mehr brauche. Dann, ich überlege gerade. Cementing Paste kriegt man auch mit Chitin, Keratin hier drin sehr gut und sehr schnell, nicht wahr? Aber, nichts aber. Das kriegt man sehr schnell. Ich gucke mal ganz kurz nach, ob ich ein bisschen Vorräte habe. Ich müsste eigentlich immer was haben und ich werde dann auch einfach ein paar Dinger plündern gehen. Ich brauche... Wow, das wird eine ganze Menge, die wir brauchen. Und das haben wir ja Kohle, die kann ich direkt mal mitnehmen. Guck mal, das ist das Zeug, was ich gesucht habe. Dann, was fehlt noch? Was fehlt noch? Haben wir noch ein bisschen da? Dann nicht. Da auch nicht. Da sind Electronics, die brauchen wir. Und hier haben wir... Noch mehr, okay. Das sollte eigentlich nicht reichen. Aber ich habe hier noch ganz viele Tiere, die das ganze Zeug hier haben. Nee, das will ich ganz gerne behalten. Gut, machen wir erstmal die hier durch. Und ja, guckt euch das mal an, was für Unmengen der einfach bei sich... Oh, 4000. Ich glaube, das reicht auf jeden Fall dicker aus. Das müsste dicker ausreichen. So, Cementing Paste. Ich kann 93 mal 6, glaube ich, machen. Und Steine sind eh noch massenweise da. Electronics können da rein. Gunpowder. Auch. Kann ich sogar alles tragen. Das ist ja für einen Raketenwerfer. Die Electronics, die kann ich hier auch rausnehmen. Ich glaube nicht, dass ich noch brauchen werde. Für was anderes. Jedenfalls ist es gerade nicht geplant. Ich spare hier drauf. Kann es auf Perlen fahren, ganz ehrlich. Steine. Steine für Cementing Paste. Steine kriegen wir hier raus. Immer so. Guck mal, da sind ein paar Perlen drin. Und Cementing Paste. Noch mehr drin? Ein Drachenkopf. Warum? Ach ja, genau, den hab ich abgerissen. Für das andere Zeug. Warte mal. Okay, das ist egal. Das sind unnötige Mengen. Da ist nichts mehr drin. Und da auch nicht. Okay. Das kann da rein. Dann kann man mehr machen. Das kann jetzt mal da rein und da rein. Und, ja, ich würde jetzt mal die Polymers machen, die mache ich aber offscreen. Und wenn ich die Ressourcen fertig habe,
Ich glaube, echt die meisten Sachen würde ich einfach auf Screen machen, weil es ist sonst zu viel, ne? Ich guck mal kurz nach. Wir haben die. Cementing Paste werden wir auch gleich haben. Geht ja sehr schnell, wenn wir uns mal die Menge hier angucken. Dann fehlt uns halt wirklich noch das Polymer. Und dann können wir den schon machen. Okay, ich sammle eben alles ein für Polymer und so. Und dann werde ich schnell... Danach werden wir mal anfangen, den Frosch zu tamen, genau. Okay, wir planen heute als Nebenprojekt tatsächlich einen Frosch. Heute ist der Generator einfach mal... Ist ja kein Generator, oder? Doch, Nukleargenerator. Reaktor, Entschuldigung, ist ein Reaktor, ein Generator. Und danach werden wir endlich den blöden Frosch tamen, auf den ihr so lange gewartet habt, der vermutlich auch im Titel steht. Also würde ich sagen, sehen wir uns nach einem ganz, ganz kurzen Cut. So, ich habe ja gesagt, wir werden noch einen Frosch tamen. Ich habe zwar noch nicht genug Polymer und so, aber ehrlich gesagt, es dauert mir auch gerade ein bisschen zu lange, darauf zu warten. Ich habe ein bisschen Zeug gesammelt und so. Und ich gucke mich hier gerade um und ich denke eigentlich, wenn man die benutzen sollte, um Polymer zu farmen, ich kann mich mal wieder selbst hörbar machen. Ah, sehr gut. Könnte man ja eigentlich auch einen nehmen, der halt vermehrt Schaden macht, nicht wahr? Halt statt einem weißen. Ich könnte ihn trotzdem mal mitnehmen. Ich nehme den mal mit, falls wir keinen besseren finden. So. Und primär bin ich halt darauf aus, halt dann auch mehr Schaden zu machen, was natürlich heißt. Das heißt natürlich, dass ich dann ganz gerne einen Feuerfrosch haben möchte. Und hier gibt es auch eine kleine Namensregelung, die ich einführen möchte, weil das stört mich eigentlich ehrlich gesagt schon eine ganze Weile. Wenn ihr Namen verteilt, dann bitte keine Namen, also für mich persönlich ist das, ne? Weil wegen Gefallen und so und raussortieren. Bitte keine Namen raussuchen, die irgendwas mit der Eigenschaft des Tieres zu tun hat. Zum Beispiel einen Hasen würde ich jetzt nicht Hoppler nennen oder eine Krabbe Krabbi oder Krebsi oder Scheri. Das sind halt so Sachen, die gefallen mir persönlich nicht. Was mir gefällt, ist, dass der 20 Level höher ist als der, den ich in meinen Krallen habe. Aber ob ich deswegen jetzt versuche, den im tieferen Wasser rauszufischen? Ja. Und hab ihn. Ha, perfekt. Wieder leider nur ein Schneevieh. Ich schaue gerade, ob wir nicht vielleicht irgendwo noch einen besseren finden. Einerseits... Warte mal, was hat unser Rad so rot geleuchtet? Gar nichts, okay. Ich höre gerade... Oh Gott. Ich höre das Rauschen auf meinen Ohren vom Mikrofon, das allerdings durch meinen PC verursacht wird. Geil! Ah, dieses Mikrofon ist echt ein bisschen sehr stark. Vielleicht muss ich doch immer mal die Rauschentfernung reinballern. Das wollte ich eigentlich umgehen, weil ich es sehr doof finde, dass ich das dann doch wieder machen muss. Aber gut, 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 gut. Qualität hat nun mal ihren Aufwand. Ich würde nicht sagen ihren Preis, sondern in dem Fall wirklich ihren Aufwand. Okay, der ist zu klein. Wobei die sicherlich auch praktisch wären, wenn man hier im Sumpf Meganoiras farmt. Nicht, dass wir das machen müssen, ganz ehrlich. Wir haben ja eh genug Cementing Paste. Aber halt, falls man halt angegriffen wird, dass man halt schnell betäuben kann. Puh, du da. Nehmen wir den. Ja, komm her. Put, 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 put. Put. Und wir haben ihn, okay, 1060. Angenehmes Level. Und ich gucke trotzdem nochmal so eine Runde, ob wir nicht vielleicht irgendwo einen Feuer... Gibt es eigentlich Feuerfrösche? Mal ganz ehrlich. Wenn ich so drüber nachdenke, habe ich überhaupt schon mal jemals einen gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Könnt ihr in die Kommentare reinschreiben. Der sieht aus wie ein Mountain. Die sind eh langsamer, auf die habe ich keine Lust. Ist aber, ja, doch, ist ein Mountain, aber auch ein ganz normaler. Ganz normaler, ein kleiner ist das. Mountain Frosch oder Mountain Beelzebufus. Oder allgemein die Mountain-Version. Das sind die, die einfach kein Feuer oder so haben. Oh, Tatsache, es gibt hier eine Feuerversion. Sieht echt cool aus. Das Rauschen gerade so sind übrigens die Wasserfälle hinter mir. Leider ist der viel zu klein. Also rein vom Melee-Damage würde ich dann tatsächlich doch den Gift hier bevorzugen. Wenn wir also keinen roten finden, der nicht mindestens Level 1000 ist, würde ich dann echt den nehmen, den ich habe. So eine Spinne müssen wir uns mal tälen, ne? So eine große. Ist ja nicht mal eine Aranea, das ist ja Elite-Mega-Spinnenvieh, das mir Angst macht.
Und wie besiegt man seine Angst am besten? Indem man sie tamet, indem man sie sich seinem Willen unterwerfen lässt. Wieso gibt es eigentlich keine Badass-Renos? Haben wir wieder einen weißen. Level 820. Ich muss schon sagen, die gibt es hier echt in einem guten Level, ne? Die Level von denen sind echt schon sehr hoch. Aber so einen roten habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. So, wir sind an der Taming-Box angekommen. Ich habe den grünen genommen, den wir gefunden haben. Der ist, glaube ich, Level 1160 oder 1060. 1060. Ich habe noch einen roten gefunden. Der war Level 920 oder 960, weiß ich gerade nicht mehr. Und wie der fällt, ist einfach schrecklich. Ja, ich muss ihn, glaube ich, echt drinnen ablegen. Ich glaube, weil ich möchte ganz gerne beide haben, werden wir einfach beide tamen. Wir machen halt erst den grünen hier, der da drin hoffentlich nicht rausspringt. Das wäre echt eine Katastrophe. Und ja, wenn wir den getamt haben, dann werde ich halt ganz einfach nochmal kurz zurückgehen und mir den roten holen. Mein Gott, was soll der Geiz? Wir haben alles zum Tamen da und da können wir auch tamen. Au. Ich hoffe. Oh oh. Das ist nicht fair. Junge! Hallo? Was willst du denn auf einmal? Alter. Hörst du diesen Einschlag? Boom. Jedes Mal, ey. Ja, jetzt rennst du weg, ne? Jetzt hast du Angst, ne? Dreckiger Scheißer, ey. T-Bang, okay. Alter! Was wollte der denn? Die nehmen wir natürlich gleich mit, ne? War so viel Frechheit. Ja, das muss belohnt werden. Der wacht mir gleich auf. Okay, ich will kurz ein paar Beeren. Schatz vom Frosch. Der Frosch, der kann sich kurz ein bisschen mit sich selbst beschäftigen. Ich hol kurz. Ich glaube, der frisst Beeren, ne? Der kleine Affe, der frisst Beeren. Ja, der frisst Beeren auf jeden Fall. Okay, ich habe noch ein paar hier, das weiß ich. Und wie, ich springe jetzt über den Zaun. Sehr gut. Und, ja, genau, guck mal, das, ja, ich denke mal, 1000 Mitchells werden ja wohl ausreichen, oder? Hab ich denn genügend von denen? Hab ich auf jeden Fall dabei. Was ist das für ein kleiner Scheißaffe, weißt du? Ich liege da, denke mir nichts Böses, und man kommt da von der Seite angerannt. Was für ein Scheiß Drecksvieh, ey. So. 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 Friss. Ich tame so lange deinen neuen Bruder, deinen neuen besten Freund, ja? Alter, du bist echt scheiße, weißt du das? Du hast echt versagt als Affe. Du spielst hier so mit meinen Gefühlen, indem du einfach mit Eis drauf wirfst. Ja, nicht nur das, es ist sogar, das ist gefrorene Scheiße, mit der du geworfen hast. Das ist ekelhaft. Ein guter Tipp für dich, bleib liegen. Es gibt absolut nichts, was du gerade nie weniger möchtest, als, na gut, das geht eh. Als einfach aufzustehen. Glaub mir, nichts weniger willst du. Ich tame gerade diesen Frosch hier, der einfach nur irgendwie ein bisschen blöd rumgammelt. Hast du irgendwo noch einen Bruder? Wo sind die Pikmin eigentlich? Ich habe gehört, da sollen Items drin sein. Oh, guck mal, der flüchtet, glaube ich, schon. Oh oh. Wir wissen ja, wie gemein der ist, ne? Der hat ja eh doppelten mehr. Ich glaube, einen doppelten Torpor-Effekt hat der, ne? Weil der. Du da. Komm her. Du hilfst mir jetzt. Und er ist ein Katschers. Sehr gut. Ja. Wir hatten so einen kleinen Affen gefroscht. Einen kleinen Affen gefroscht? Was? Na komm. Wir haben jetzt einen kleinen Affen gefroscht. So. Und einen Frosch haben wir veraft. Veraft? Hä? Nachgeäfft? Geäfft? Ich. Ach komm, scheiß drauf. Ich kriege das in den Vergleich auch nicht mehr hin. Ich werde jetzt gleich. Wisst ihr was? Ich hole jetzt einfach kurz einen roten. Schmeißt den da rein oder daneben, holt den raus, schmeißt dann den anderen rein und dann tamen wir den auch noch. Schaut mal, wen ich wieder gefunden habe. Na, wer ist das? Wild Male Rudolf, Level 130. Das ist einfach ein Rentier. Ja, den gibt es hier. Ein sehr seltenes Tier. Es ist einfach ein Rentier, das fliegen kann. Oder besser gesagt, es läuft. Ich kann es leider nicht greifen. Ich habe schon versucht, es geht leider nicht. Man tamet ihn, soweit ich weiß, glaube ich,
wie heißt das, passiv, also man füttert den, aber ich versuche mal zu töten, mal gucken, was passiert. Alter, der rennt so schnell, wie ich fast fliege. Was hab ich bekommen? Ich habe mein Level abbekommen. Stark war er nicht, eine Javelin. Wow, das ist so nutzlos. Keine Ahnung. So, ich suche weiter nach dem roten Frosch und ja, wir sehen uns bei der Taming Box. So, wieder bei der Taming Box. Der grüne Frosch sollte mittlerweile getamed sein. Ich habe einen relativ hochleveligen roten Frosch gefunden. Ich glaube, irgendwas mit Level 900. Komm mal her, nicht weglaufen, nicht weg, ja, 940, also ein gutes Level, sehr gutes Level. Der kommt jetzt rein. Was haben die mit ihren Flugversuchen? Ich muss da, glaube ich, echt reinfliegen, die da drinnen abladen und darf dann wieder rausfliegen und hoffen, dass... Fick dich. Fick dich. So. Und er ist drin. Perfekt. Fast perfekt. Der hier hat ein Level von 1500. Das ist einfach... Wow, krass. Den brauche ich übrigens. Ja, gutes Medium Match. Movement Speed ist Standard. Health bei 40k. 14k. 14.000 und Stamina auch ganz gut. Weight ist, ja, akzeptabel. Keine Ahnung, was da normal ist und was nicht. Ich weiß nur, dass sie gerade so tragen konnten. Hey, komm. Lass mich dir einen Zungenkuss geben. Lass mich dir einen Zungenkuss geben. Ne? Ich habe Angst, dass du mich nicht nur verbrennst, sondern auch betäubst. Und ich genau in Reichweite bin. Kannst du bitte aufhören, den Türrahmen abzuschlecken? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es lecker ist oder gesund oder beides. Naja, gut, jeder hat seine Vorlieben und Fetische. Ich mach dir da keine Vorwürfe. Wer bin ich denn schon, dass ich da gegen urteile? Dass ich dich verurteile. Ich will auch dein Freund werden. Ja, lass uns Freunde werden. Wir sind bei Pokémon. Wir fangen Pokémon nicht und lassen sie gegeneinander kämpfen, weil wir so brutale, schlechte Menschen sind, sondern weil wir Freunde sind. Wenn du mein Freund bist, dann tötest du jetzt dieses Pikachu da vorne. Mewtwo. Nein, Quatsch. Wenn wir Freunde sind, zertrittst du dieses Raupi. Relaxo. Läuft das schon? Ja, okay, er schläft. Wir haben ihn, okay. Sobald das drin ist, haben wir den. Das ist einfach, ja, quasi fertig. Ja, wir schlossen mal drinnen. So, und ich weiß übrigens wieder, wem ich die Medium Potion, Experience Potion von eben geben hätte geben können. Genau, diesem Adler, weil der braucht Movement Speed. Hab ich nicht dran gedacht. Ach ja, und so Sachen wie Giftfrosch und Feuerfrosch, bitte nicht. Bitte richtige Namen, okay? So, du gehst zu dem, zu Herr Nilsson. Raus! Mit X auch nicht, okay. Vielleicht, wenn ich so mache. Okay, da fliegen. Perfekt. Ihr werdet eure besten Freunde und irgendwann lassen wir euch auch gegeneinander antreten. Vielleicht. Haben wir denn jetzt endlich... Oh Gott, viel fehlt nicht mehr. Bald haben wir es zusammen. Komposit. Zack, zack, zack. Einfach... Ach komm, einfach alles durch. Einfach alles durch. Und danach Komposit, das... Auch alles durch. Also, das alles? Okay, wenn du meinst. Wir brauchen Bilze, Bufo, Sattel. Haben wir rein zufälligerweise ein Blueprint? Ja, haben wir. Hallo. Wir brauchen Spending Paste. Ganz schlecht. Geht das nur das Misfi? Ich weiß es nicht. Dann zweigen wir uns noch ein bisschen Cementing Paste hier ab. Guck mal da. Hallo. Dankeschön. Wie viel brauche ich? Weiß ich nicht. Einfach so viel, wie es geht. Und blockiere damit die weitere Produktion. Und so. Wenn das nicht reicht, dann... Es reicht auf jeden Fall. Gut, dann noch Holz, Fiber und Hide. Haben wir, glaube ich, da. Ist da. Hide nicht. Ich glaube, das ist alles in der Werkbank drin. Und zwar in der hier ist immer alles drin. Das ist da.
Ja, genau. Mal zwei Stück. Freuen uns, dass wir alles haben. Haben wir eh zwei frische. Dann fehlt eigentlich nur noch unser Reaktor, ne? Viel ist das wirklich nicht mehr, was uns hier fehlt. Ich guck mal nach, ob wir schon alles haben. So, das darf da wieder rein. Wir haben jetzt 1300. Haben wir vielleicht sogar ein bisschen noch Reserve, dass wir sagen könnten, nein, guck mal, wie viel noch fehlt. Ist der Wahnsinn. Wir sind einfach fast durch. Was fehlt denn noch? Nur noch, ja, Polymer noch 200. Das ist alles drin. Dann haben wir bald den ersten fertig. Hoffe ich. Ich habe irgendwie meine Zweifel. Wahrscheinlich habe ich irgendwas übersehen, ne? Gut, dann schaue ich kurz nach dem Frosch. Frosch. Der erste Frosch kriegt einen Sattel. Wir können direkt mal einen kleinen Damage-Test machen. Was haltet ihr davon? Ich denke nicht, dass es die schlimmste Idee ist, die wir heute hatten. Komm mit. Boings, 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 boings. 1600 so, 1600 so. Okay. Das ist gut. Vielleicht. Ich weiß es gar nicht. Was ist gut bei einem Frosch? Wahrscheinlich auch, gilt hier auch, je mehr, desto besser, ne? Dann holen wir kurz den roten Frosch. Und ich will ganz gerne wissen, ich glaube, der hat nämlich weniger Midi-Damage, aber er hat halt Feuer-Damage. Und ich will ganz gerne wissen, ob, ob eben das Feuer irgendwie triggert. Ob man das auch sieht. Das wäre cool. Übrigens, der Sumpf ist verseucht von großen Spinnen und direkt daneben sind noch ein paar Megafittikusse, genau. So heißen die großen Affen, die ganz, ganz großen Affen, die Gorilla. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob die halt deutlich stärker sind, ob man die überhaupt besiegen kann mit meinem Alpha Giganotto. Der hat ja 200 Millionen Leben. So, ja, machen. Er macht viel mehr Damage. Okay, das ist cool. Er macht auf jeden Fall deutlich mehr Damage, das gefällt mir. Ja, cool, dass er so viel mehr Schaden macht, das wusste ich gar nicht. Das freut mich. Das freut mich gerade zu sehen, dass Feuertiere deutlich erhöhten Schaden machen. Im Gegensatz zu Poison-Tieren. Wir brauchen ganz, ganz dringend einen Feuerwolf. Dringend. Einfach weil es cool ist. Und ich habe jetzt hier einen kleinen Screenshot. Hihihi, natürlich so, ne? Oh Gott, die passen farblich irgendwie auch voll gut zusammen, ne? Ich glaube, der Frosch ist tatsächlich das einzige Tier, das einen nicht anguckt, wenn man neben ihm steht. Einfach weil der immer überall hinguckt. So, das wollte ich sehen, das muss ich beide angucken. Gut, ich schaue mal kurz nach dem Polymer. Und danach, ansonsten mach ich halt einen Cut, wenn das noch nicht fertig ist. Oder Trick 17. Ah, tschitschi, Gott, da waren eben nicht da. Ja, beim Perlensammeln. Und. Nächste Überraschung, Infinitistats, um länger zu tauchen. Zum Perlentauchen benutze ich God-Mode, weil wir da nicht in der Aufnahme sind, das Offscreen, das ist zum Vereinfachen. Ein paar werden deswegen eh wieder rumjammern. Und? Boing, 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 boing. Juhu! Lililililililit. Sieht irgendwie dämlich aus. Slow Mode 10 ist lustig, aber es packt wie die Hölle. Haben wir jetzt genug? Das muss reichen, gut. Und jetzt Slow Mode 1. So, und dann das da braucht man nicht, sondern das da, das da, das da, das da, das da und das da. Und das ist echt eine ganze Menge, ne? Craftables. Der Generator. Ich frage mich, ob der Strom macht oder ob der Strom gibt. Oder ob der einfach echt nur dafür da ist, die Dinger hier zu machen. Powered by organic polymer. Creates plutonium over time. Used to craft nuclear weapons. Nuclear, das heißt nuclear. Wo machen wir den hin? Ich würde sagen, den machen wir dann echt hier hin, ne? So, dann lassen wir nämlich den Durchgang da zwischen Kühlschrank und dem anderen Ding da einfach zu. So. So. Und was kann er? Kann ihn anmachen? Nö. Ich gehe mal kurz ein bisschen organisches Polymer holen mit dem Wolf. So, das Stargate geht los und ich habe ein bisschen Polymer gesammelt. Boing. Oh, 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 oh. Mir ist was aufgefallen bei dem Wolf. Der ist ein unglaublich guter Schwimmer. Der kann extrem schnell schwimmen. Ich glaube, gut zwei bis dreimal so schnell, wie der tatsächlich läuft. Ja, Tatsache, ist seltsam. Er ist aber wirklich krass, wie schnell der ist. Jetzt hätte ich niemals erwartet, dass er so schnell ist. Das ist heftig. Also richtig heftig. Ich find's cool. Ich weiß aber nicht,
Ups. Ich weiß aber nicht, nee, Outsourcer verbraucht er leider. Starts the Reactor. Okay. Er macht jetzt Reaktorsachen, okay. Und alles leuchtet einfach grün. Oh, wie geil. Sie schaut sehr gesund. Ich hole mal ganz kurz, ob ich ein Kabel dran anschließen kann. Wenn, dann habe ich die Kabel hier. Weil eventuell brauchen wir nämlich dann unseren Generator nicht mehr. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass der... ne, snappt nicht. Okay. Das Ding ist tatsächlich einzig und allein dafür zuständig, dass wir Plutonium bekommen. Der Nachteil ist jetzt... Wenn man fragt, dann steht da nämlich eine ganz wichtige Sache und zwar warte einen Tag, also es steht auf der Steam-Seite, ne? Warte einen Tag und dann bekommst du dein Plutonium. Ich weiß jetzt nicht, ob wir einen Tag Ingame-Zeit warten müssen oder ob wir einen Tag Real-Life-Time warten müssen, um halt ein Plutonium zu bekommen. Wir können mal kurz reingucken, ob er schon was gemacht hat. Nie hat er nicht und ja, ich glaube, zehnfache Zeit macht es nicht an, um zu gucken, wie das macht. Wir werden einfach nächste Folge sehen, weil ich lasse den einfach weiterlaufen, weil ich möchte ganz gerne die Dinger hier fertig bekommen. Die Polymers. Composite, Polymer, mach noch 18 mehr. Weil wir werden für den Raketenwerfer doch richtig, richtig viel brauchen noch. Ich schau mal ganz kurz nach. Also wirklich, der Raketenwerfer ist, glaube ich, einer der... Gar nicht der teuerste. Oh Gott, der war genauso... Oh nein, guck mal, Polymermenge, wie viel er braucht. Ist ja ekelhaft. Oh, Junge. Die Rakete, die braucht viel. 4000 Gunpowder, 1000 Kristalle, 1000 Cementing Paste, 1000 Polymer, 1000... Schaut das aus, ne? Ich hoffe, das wird nebenbei laufen. C4 braucht er auch noch. Du Scheiße, ja. Wow. Ob wir es am nächsten Mal schon schaffen, weiß ich nicht. Ich hoffe einfach mal. Ich lasse den Server einfach weiterlaufen. Ich hoffe nur, dass er nicht wieder lustige Probleme verursacht, wenn das überhaupt das ja die Schuld war, weil ich habe nämlich heute meinen PC angemacht und der Nachbar kifft schon wieder. Geil, ey, dieser Ruch jeden Tag in der Wohnung zu Hause. Ach, Scheiße, ey. Ja. Hat mich jetzt so rausgeworfen, ne? Ich weiß nicht, ob das bis zum nächsten Mal fertig ist. Wenn doch, cool. Ansonsten halt Pech. Ah, genau, das Problem, was ich hatte. Ich habe den PC heute Morgen gemacht. Also nicht angemacht, sondern nur die Monitore. Macht den Hauptmonitor an, alles okay. Macht den linken Monitor an, alles grün. Ich denke, ja, das sollte nicht so sein. Kabel gewackelt, raus, rein, geguckt. Okay, funktioniert nicht. Also gemerkt, da stimmt was nicht. PC neu starten, ausgereicht. Dick ausgereicht. Ich weiß nicht, was da für ein Problem war. Auf einmal war alles grün. Also nicht der Monitor war grün, also... Das Bild, ich hatte normal meinen Desktop nur irgendwie grün und irgendwie noch so ein grüner Schatten dazu. Das war irgendwie ganz seltsam. Naja. Boah, das stinkt, ey. Ich weiß sogar mittlerweile, wie das ist. Ich werde ihn dann mal drauf ansprechen, wenn ich ihn sehe. Hast du schon Plutonium gemacht? Nein, okay. Ich würde sagen, das war es dann für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über das Däumchen nach oben. Abonniere den Kanal. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.